so einen Rice Paper, sehen Sie da? Und was man sieht, wie zum Draufschreiben oder zum einen Rauchen, ist zum Essen. Und es ist wirklich ein cooles Restaurant da. Das ist das Projekt, wo sie Strassenkinder aufnehmen, die in der Möglichkeit geben, hier im Gastronomiebereich eine Ausbildung zu machen. Sie können Englisch lernen und einfach viele Sachen für den Alltag lernen. Sie haben innerhalb von 2 Jahren jetzt schon 300 Straßenkinder ausbilden oder Teenagers, wo alle, also 100% die Erfolgschancen, alle haben nachher eine Stelle gefunden. Ja, mit gewissen Prozessen.